143.002 und 143.119. Im Doppelgespann sehen Sie hier zwei Exemplare der Baureihe 143. Die 002 war eine der ersten Serienloks in der Farbgebung der Deutschen Reichsbahn in Bordeaux-Rot. Dahinter die 143.119, die als erste Lokomotive dieser Baureihe infolge einer Revision in Dessau eine verkehrsrote Lackierung erhielt. Die Baureihe 143 entstand ab 1982 als Deutsche Reichsbahnbaureihe CO43 im Rahmen eines groß angelegten Neubauprogramms für Elektrolokomotiven in der DDR. Insgesamt wurden von 1984 bis 1991 646 Lokomotiven dieses Typs gebaut. Nach der Wiedervereinigung wurde eine große Anzahl der Baureihe von der Deutschen Bundesbahn entwickelt, wo sie sich vor allem im Messmal und im Globalverkehr befinden. Dafür gewiesen sich die Geschwindigkeit von 25 km/h bei einer Leistung von 5000 PS im ersten Bei ihren Lokführern des Postprozesses wurden sie dank ihres ergonomisch gestalteten Führerscheins und Klimaanlage sehr geschätzt. Seit 2008 werden die Maßnahmen der Baureihe ausgerüstet. Aber nur vereinzelt im Dienst der DB und anderer privater Eisenbahnverkehrsunternehmen angetroffen werden.